Servus und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Nordfriesischen Marsch 4 vor einem wunderschönen guten Tag, Mensch. Jo, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben beim Grasmin, jetzt tun wir es gleich wadern. Und ja, da hinten haben wir schon einen Ladewagen hergestellt, aber jetzt tun wir zuerst einmal das wadern. Und natürlich haben wir da dort noch den Drescher beim Abernten, aber der ist eh bald fertig, also machen wir jetzt schnell da noch das Gras zu schwaden und dann sind wir mit dem fertig. So, wie ihr wahrscheinlich schon wieder hört am Ton, ich bin jetzt endlich mit meinem neuen PC unterwegs. Also wenn es euch was nicht passt von den Einstellungen her, schreibt mir das gern in die Kommentare, dann stelle ich das noch um und dann würde ich sagen, hoffentlich passt's. Jo. Und dann werden wir wieder coole Videos für euch produzieren. Vielen, vielen lieben Dank für die letzten Kommentare unter den Videos und für die Bewertungen. Und dann schauen wir mal, was heute so in dem neuen Video weitergeht. Und warten wir da schnell. Und passt's. Oh. Wenn ihr fragt, wie der Uploadplan momentan ist, könnt ihr gerne in die Kanalbeschreibung schauen, da steht es drin, wann ein Video kommt, und unten in der Infobox steht es auch noch einmal verlinkt, also dann wisst ihr genau, wann ich ein Video für euch habe. Und ja, dann passt das so. Ah, der Drescher ist cool, den müssen wir kurz am auslernen. Oh, ah, der ist fertig. Ah, da müssen wir noch viel was weg ernten. Hat er wohl stehen lassen. Aber das macht ja nichts, das machen wir schnell. Dann können wir das Feld schon wieder ansehen und weiter bearbeiten. Würde ich sagen, machen wir das schnell und dann können wir wieder weiter sparen. Und jetzt mal um mir einmal zu haben. Jo, dann sind wir bald fertig im Dreschen. Was man das dabei, der Wald zeigen wir da schon wieder weiter die Bohnen. Können wir das wieder in den Fermenter schmeißen. Haben wir ja in der letzten Folge gekauft. Und so. Ah, fertig mit Gras wieder. Ah, Sigi, der ist fertig. Dann müssen wir den kurz ablernen. Oder halt zusammenkloppen, wegfahren. Den auslernen und passt das wieder mit dem Dreschen. Ah, stellen wir mal kurz den Helfer ein, wird er wohl machen. Nehmen wir uns dabei den da. Top mal zu, dazu. Stellen wir das davon auf Schneidwerk, stellen wir das zum Waschen. Dann können wir es wieder unter das Dach reinstellen. Dann passt das wieder. So. Ah, jetzt haben wir vorhin schon aufgehauen. Tut mir leid. Dann müssen wir bei den Kühen verbessern. Alles klar, da schaut gerade das Schwein durch die Wand raus. Alles klar. Ja, das sind so Bugs momentan. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon auf den neuen Patch von Giants gepatcht habt. Und das würde mich interessieren, weil ich hab's auch schon gemacht. Ich merke eigentlich keinen Unterschied, außer mit ob's ein Zummel leckt. Aber naja, was wollen wir machen? Mal anhängen, fahren wir mal schnell zum Händler, Ja, können wir das sauber machen.
können wir das unterhalb einsteuern. Dann müssen wir uns weiter um die Tiere und ums Gras kümmern. Oder ist das da hinten schon? Ah, da hinten haben wir ja auch noch ein Feld. Wie lustig. Dann lassen wir das noch abernten. Da haben wir, glaube ich, Hafer angesät. Wieder aufkloppen. Na, was ist denn halt mit der Lenkung los? Aber nein, das werden wir schon richten. Oh. Was ist das? So, das ist Feld 1. Apropos Cosplay, ich habe momentan die aktuellste Version drauf. Verlinke ich einmal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne runterladen. Und ja. Der macht das dann. Dann kümmern wir uns dabei. Ah, der tut das gerade schon zusammenstehen. Dann waschen wir den schnell einmal. Wo ist denn jetzt das? Ah, da ist er. Ja. Warte, schnell einmal kehren da. Und dann passt das. Oder? Wie ist unser Spitzentraktor? Der ist für Herbizid und Dünger zuständig. Oder stellen wir den einmal wieder unter das auf eine. Ah, den hat schon dir. Jo, dann würde ich sagen, stellen wir den da her. Dann schauen wir mal kurz zu einem Bänder, oder zu einem Schwader besser gesagt. Aber zuerst müssen wir einmal den Anhänger vom Dings ausleihen, und genau den da. Okay, dann stellen wir den gleich einmal zum Feld an, Summe. Man muss den gleich schnappen, wenn der Drescher voll ist. Und dann passt das. So, jetzt muss ich kurz das Auto-Drive so machen. Und dann passt das. So, dann jetzt geht's einmal ab zum Kilo auslernen. Passt. Oh. Uiuiui. Bremsweg des Todes. Oh, ah, der schiebt ab. Das passt. Wie schaut es denn bei den Tieren momentan aus? Oh, bauen denn die? Ah, die haben eh heu. Die sind auch fast volle Produktivität. Die auch. Jo. Dann stellen wir das jetzt einmal zum Feld und dann kümmern wir uns endlich einmal ums Gras. Den doch einmal her. So, da la. Ah, der ist bald fertig. Können wir uns den schnappen? So, da la. Das haben wir mir geschwadet. Das schaut so aus. Ja. Macht ja nichts, haben wir ja ein bisschen Zeit zum Zusammenrahmen. Oh. Geht's erst. So. So. Das passt dann. Oh. Dann noch. Dann können wir dann aufs Feld.
machen wir schon wieder das Feld fertig. Und fühlt sich da Ferment langsam. Dann haben wir eigentlich schon genug Silage. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder fertig ist, das Gras und abernten. So. Wo geht's eigentlich dahin mit der Arbeit? Sieht, glaube ich, aus mit dem Hänger da. Und mal schön aufs nächste Feld, wenn der Schwader fertig ist. Und noch das, was wir zugelassen haben oder liegen lassen haben, zum auch noch aufsammeln, weil das ist alles groß, das können wir immer gebrauchen. Und dann immer das schon in den Fermenter führen. Mal das Licht einschalten, mal ausschalten. Jo, dann letzter Bahn für das Feld. Gut, alle. Das passt dann. 90%. Oh. Dann reißen wir das einmal in Schnellfermenter. Oder lang. Wie haben wir denn jetzt? Ah, da sind eigentlich schon 25.000 Liter drin. Okay. Das passt dann. Das Gras auch noch anbringen. Ah, da unten kommt gerade der Drescher. Der ist auch gleich voll, der ist schon bei 85%. Ja. Und eigentlich ganz schön viel Gras, aber von den Anflächen da. Und 26.000 Kilometer haben wir auch schon oben auf den. 3,1 Arbeitsstunden. Ist noch nichts. Lohnzahlung hat es gerade abgezogen. So geht's eigentlich dahin. Schreibt es einmal gerne in die Kommentare, was wir als nächstes anschaffen sollen. Der Produktion oder sollen wir uns noch Tiere kaufen oder sollen wir Felder kaufen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Schauen wir mal, auf was wir sparen müssen, wenn wir wieder Geld haben. Aber das wird nicht mehr long down, weil wenn wir die Silage verkaufen oder so oder Milch oder so, das geht eigentlich schon schnell dann. Oder neue Maschinen. Ah, der Drescher ist auch voll. Ah, jetzt waren wir gerade drin. So ist er. Steht denn der? Ah, der steht unten. Dann fahren wir da raus. Ah, nein. So ist es, glaube ich. Dann fahren wir da rein. Und dann da abladen. Und dann ist die Folge eh schon wieder zu Ende. Dann sage ich schon jetzt einmal danke fürs Zuschauen. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Und falls euch das Video gefallen hat, natürlich das Like nicht vergessen. Das wird mir riesig freuen und unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.